was erzählen zum Zukunftstrend Bodengutmachen und welche Rolle die Maschinen dann beim Bodengutmachen spielen. Zunächst ein Zitat: Eine Nation, die ihren Boden zerstört, zerstört sich selbst. Das dürfte den meisten, die jetzt hier sitzen, sogar logisch vorkommen. Ja, die Existenz der Menschheit beruht auf 20 cm fruchtbarem Oberboden. In manchen Ländern sind es ein paar Zentimeter mehr, in manchen Ländern sind es ein paar Zentimeter weniger. Aber es ist nicht viel und wir sollten sorgsam damit umgehen. Und deshalb gibt es in Deutschland das Bundesbodenschutzgesetz und das habe ich euch immer mitgebracht. Und es wird jetzt natürlich wahnsinnig trocken, was ich euch erzähle. In dem Gesetz steht nämlich drin, dass zu den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gehört, dass die Bodenfruchtbarkeit erhalten wird und die Leistungsfähigkeit von dem Boden erhöht wird. Und wir diese Ressource schützen. Und das ist dann noch etwas detaillierter ausformuliert. Zum Ersten, die Bodenbearbeitung hat unter Berücksichtigung der Witterung standortangepasst zu erfolgen. Ich werde jetzt immer zu einigen von diesen Punkten was sagen. Zu dem Punkt sage ich nichts. Eigentlich ist das logisch, das lernt jeder, aber ich denke, YouTube, da kennt sich jeder aus, was es da für coole Videos von Schlammschlachten gibt. Ja, manchmal ist es nicht zu vermeiden, aber manchmal wohl doch. Die Bodenstruktur sollte man erhalten oder sogar verbessern. Ja, das ist der erste schwierige Punkt. Was ist denn Bodenstruktur? Und wer misst die? Wie beurteilt man das? Das kann man tatsächlich beurteilen. Das hat das Umweltbundesamt mal für uns gemacht. Und ihr seht die Ergebnisse rechts in der Karte. Ihr seht in weiß alles das, was keine Ackerfläche ist. Ihr seht in rosa-rot alles, was einen sehr ungünstigen Zustand hat. Das ist erstmal nicht so viel, ganz im Norden ein bisschen was. Und ihr seht in so türkis-grün und gelb ungünstig bis mittel, also auch nicht so toll. Und das ist gefühlt alles. Und dann seht ihr einen ganz kleinen Bereich, das ist irgendwo Rheinland-Pfalz, NRW da drüben. Das ist hellgrün, das ist günstig. Und dann seht ihr sehr günstig in dunkelgrün, nämlich gar nicht. Und das sollte uns zu denken geben. Jetzt wundert sich vielleicht manch einer, warum da steht 30 bis 60 cm Tiefe. Denn die Struktur gucken ja die meisten von 0 bis 30 an. Aber von 0 bis 30 wird halt bei vielen bearbeitet. Und das kann man nicht als Bodenstruktur werten, was da regelmäßig bearbeitet wird. Aber sehr wohl wird der Bereich tiefer durchaus von dem, was darüber passiert, beeinflusst. Und deshalb muss man die Bodenstruktur tiefer beurteilen. Ja, und das Ergebnis ist erschreckend. Derjenige, der sich schon mal mit dem Boden dann intensiver beschäftigt hat und auch schon mal in Richtung Direktsaat gedacht hat, der weiß, Bodenstruktur, um das zu beurteilen auf dem eigenen Acker, braucht man einen Spaten und dann guckt man in den Boden rein. Aber auch wenn man oben drauf guckt, sieht man oft sowas wie hier rechts. Und alles, was strukturlos ist, alles, was regelmäßig bearbeitet wird und durch diese Bearbeitung an der natürlichen Krümelstruktur verliert, ist verschlemmungsgefährdet. Und es sieht erstaunlich oft, vor allem jetzt im Frühjahr, genauso aus, wie man auf dem Bild sieht. Okay, ich will mich an dem Punkt nicht zu lang aufhalten. Punkt 3, Bodenverdichtung so weit wie möglich vermeiden. Ja, da auch wieder der Hinweis auf YouTube. Und auf das Umweltbundesamt mal wieder. Die haben nämlich auch da herausgearbeitet, welche Böden unter welcher Feuchtigkeit wie gefährdet für Verdichtung sind. Und da stellen wir fest, ich glaube, ich habe hier sogar einen Pointer drin. Ja, genau. Also sehr feuchter Boden, 100% Feldkapazität und hier 80, 70, 60% Feldkapazität. Und in grün, also in hellgrün, sind die Böden, die nur sehr gering verdichtungsgefährdet sind. Und auch hier in dunkelgrün sind die, die gering und in dunkelgrün sehr gering. Sehr gering gibt es schon wieder gar nicht. Und gering ist auch nur maximal 50%. Und der Rest ist hier bei hoch. Und laut Umweltbundesamt sind es 20% der Ackerböden, die schadverdichtet sind. Und das Landwirtschaftsministerium in NRW hat sogar, und in den neuen Bundesländern, die sagen sogar 40%.
Und ja, wie jeder weiß, hat die Verdichtung nicht nur für die Pflanze, die darauf wächst, sehr schlechte Auswirkungen, sondern eben auch auf die Bodenfunktionen. Bodenabträge sollten möglichst vermieden werden. Na ja, klar, da kommt jetzt keiner mit dem Bagger und klaut einen LKW voll Boden, sondern es passiert in Form von Erosion. Und da gibt es einmal die Wassererosion. Ja, so Bilder wie hier kennt sicherlich jeder. Und das hat das Bundesinstitut für Geologie und nochmal irgendwas auch mal ausgearbeitet, wie dann die Wassererosion in Deutschland aussieht. Und hier seht ihr auch wieder von dunkelgrün, das ist unter einer Tonne Wassererosion pro Hektar und Jahr, bis hin zu dunkelrot, das sind, ich müsste lügen, irgendwo 20, 30 Tonnen. Und ihr seht mal wieder, es ist ziemlich viel rot, es ist ziemlich viel gelb, es ist auch einiges tatsächlich hellgrün und dunkelgrün, kann man lobend erwähnen. Aber trotzdem ist der Bodenverlust irgendwo je nach Kultur, je nach Bewirtschaftung, je nach Hangneigung, je nach Niederschlag zwischen 21 Tonnen pro Hektar. Und dann gibt es nochmal eine Erosionsform, das ist die Winderosion. Und hier habe ich jetzt sogar mal ein Bild mitgebracht, beziehungsweise ich habe es vom Alexander bekommen. Ja, so sieht es hier in der Region öfter aus. Ich brauche es euch, glaube ich, nicht erzählen. Ich kenne das aus dem Süden ziemlich selten. Wir haben schwere Böden, da fliegt Boden fast nie weg. Aber hier ist das ja ein bekanntes Thema. Und auch hier gibt es wieder eine Karte dazu, dieses Mal ohne Tonnagen. Aber auch da sieht man ganz passend hier in der Region und auch darüber hinaus ist Winderosion tatsächlich ein Thema. Ich bin heute Morgen von hier ungefähr gekommen, da ist gar kein Thema. Aber dort, wo es ein Thema ist, haben wir halt bis zu 45 Tonnen pro Hektar im Jahr Bodenverlust. Ja, jetzt sind das wahrscheinlich für manche auch nicht wirklich greifbare Zahlen, keine Ahnung, wie viel das sind. Ja, 3 LKWs voll Wassererosion und Winderosion im schlimmsten Fall. Nicht zu viel. Aber dann guckt man sich sowas an und, also wie gesagt, ich aus dem Süden, ich bin schwere, dunkle, klebrige Böden gewohnt. Für mich ist sowas schockierend. Das sieht aus wie Sandstrand. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man da was anbauen kann, außer Kartoffeln und Möhren oder so. Oder sowas. So eine Wanderdüne hier. Und das ist einfach defekter Boden. Eigentlich befinden sich die Sandpartikel immer in einem Krümelgefüge, in einer festen Verbindung zusammen mit Ton- und Humusteilen. Und es sollte gar nicht passieren, dass das auseinanderfällt. Aber erst wenn es auseinandergefallen ist, ist es möglich, dass durch den Wind, der drüber fliegt, diese Sandpartikel so wegfliegen. Ihr seht den krassen Unterschied zwischen eben dieser hellen Sandfraktion und dem dunkleren Boden drunter. Und das dürfte sich gar nicht so trennen. Und das passiert erst, wenn dieses Krümelgefüge kaputt ist. Und das geht erst kaputt durch viele Faktoren, aber unter anderem Bodenbearbeitung, die diesen Verbund aus den Teilchen auflöst. Und mitunter ist es da schon zu Unfällen gekommen auf Autobahnen, die einige Leute ja, in Unfall gebracht hat und vielleicht sogar das Leben gekostet hat, hier in Deutschland, weil die einfach nichts mehr gesehen haben, weil einfach da ein paar Tonnen Boden über die Autobahn wehen. Und jetzt ist die große Frage, was macht denn die Bodenneubildung? Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn das verschwindet und aber gleichzeitig genauso viel wieder neu gebildet wird aus dem Ausgangsgestein oder vielleicht vom anderen Nachbar wieder dazugeweht wird und da steht nachher eine schwarze Null, dann ist das ja nicht so tragisch. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Man sieht auf diesem kleinen Bild in Kurzform die Entstehung des Bodens. Wir haben alle mal angefangen bei Gestein und es wird langsam aber sicher über Moose und Flechten verwittert. Da kommt eine immer dickere Bodenschicht zustande, da wachsen irgendwann dann auch mal die Bäume und Sträucher drauf. Und dieser Prozess passiert immer noch, jeden Tag. Aber unter den allerbesten Bedingungen ist das eine Tonne pro Hektar im Jahr. Und diese allerbesten Bedingungen, die haben wir, wenn der Boden permanent bedeckt ist durch eine wachsende Pflanze oder durch abgestorbenes Material, wenn es kühl ist, wenn da keine Bodenbearbeitung stattfindet.
Und diese Bedingungen haben wir in Schweden im Wald und sonst eigentlich gar nirgends auf der ganzen Welt. Das heißt, realistisch gesehen haben wir in Deutschland und ähnlichen Breiten 100, 200 Kilo Bodenneubildung pro Hektar im Jahr. Und wenn ich dann nochmal zurückgehe auf das Bild von der Wassererosion, die hier als, als dunkelgrün einordnen unter eine Tonne Wassererosion pro Hektar, dann muss ich sagen, da ist eigentlich schon Weltuntergang. Weil minus eine Tonne plus 100 Kilogramm sind immer noch minus 900 Kilogramm. Und da war die Winderosion noch gar nicht dabei. Also wir verlieren Boden jeden Tag. So, zurück zu unserem Gesetz. Punkt 5, naturbetonte Strukturelemente der Feldflur sollen erhalten werden. Brauche ich nichts dazu sagen, jeder weiß, wie es die letzten 30 Jahre war. Punkt 6, die biologische Aktivität des Bodens durch entsprechende Fruchtfolgegestaltung erhalten oder fördern. Na, auch das, Weizen, Raps, ist durchaus noch keine Fruchtfolge, die außer Mode gekommen ist in Deutschland. Der letzte Punkt, der standardtypische Humusgehalt des Bodens soll insbesondere durch eine ausreichende Zufuhr an organischer Substanz oder durch die Reduzierung der Bodenbearbeitungsintensität erhalten werden. Der hat es in sich. Also Punkt 1, Humusgehalt soll erhalten werden und es soll eine ausreichende Zufuhr an organischer Substanz erfolgen und es soll die Bodenbearbeitungsintensität reduziert werden. Gucken wir uns mal den Status quo an, so aktuell wie es ging. Aktueller als 2016 sind wir hier nicht. Aber trotzdem, ungefähr 60% Ackerfläche wird noch gepflügt in Deutschland. 40% wird nur teilweise gepflügt. Laut Statistischem Bundesamt kann man das sogar konservierende Bodenbearbeitung nennen. Da streiten wir jetzt nicht drüber über den Begriff. Und 1% erfolgt in Direktsaat komplett ohne Bodenbearbeitung. Also keine Reduzierung der Bodenbearbeitungsintensität sichtbar. Und wir haben einen jährlichen Humusverlust von 600 Kilogramm pro Hektar. Und wir, also netto. Und wir haben einen gesamten Humusvorrat von 60 Tonnen. Ist jetzt alles immer Durchschnittswert, plus minus. Auf manchen Standorten ist logischerweise mehr, auf anderen weniger. Aber es zeigt uns deutlich, das machen wir noch 100 Jahre. Und dann hat sich das mit dem Humus. Aber kleiner Trost dabei ist, in 100 Jahren ist wahrscheinlich vom restlichen Boden auch schon fast nichts mehr da, dann brauchen wir auch keinen Humus mehr. Außer wir machen es anders und wir stellen uns jetzt diese Frage, schützen wir denn eigentlich unseren Boden? Wir haben sogar schon ein Gesetz dafür, aber ich finde, das lässt zu wünschen, also die Umsetzung dieses Gesetzes lässt zu wünschen übrig. Und wir laufen irgendwo ins Bodenlose. Da, also irgendwann kommt der Schritt, da ist nichts mehr. Und das ist ja auch nicht unser einziges Problem. Wir haben den Bodenverlust, aber in der Landwirtschaft kämpfen wir noch mit der Nährstoffauswaschung ins Grundwasser, mit dem Biodiversitätsrückgang, sei es Insektensterben. Wir sind Verursacher in der Landwirtschaft von über 15% der deutschen CO2-Emissionen. Wir haben vielleicht sogar eine negative Energiebilanz, also alles, was wir investieren an Energie für Düngerherstellung, für Dieselraffinerie, für Transporte, für die Herstellung von unserem Traktor, Stall etc., ist umgerechnet mehr Kilokalorien pro Hektar als das, was wir ernten mit unserem Mähdrescher an Weizen, Kartoffeln, sonst was. Kann man diskutieren, ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig, aber man kann es durchaus kritisch hinterfragen. Wir haben recht hohe Dünger- und Pestizid-Inputs. Und die haben sogar noch eine ziemlich schlechte Effizienz. Also ich weiß da die perfekten Zahlen auch nicht, aber wir sind bei Stickstoffdüngung irgendwo bei 20% Ausnutzungseffizienz. Das ist alles andere als rühmlich. Wir haben steigende Kosten, sinkende Erlöse, wir haben eine wirtschaftliche Abhängigkeit von Industrie und Handel, Arbeitskräftemangel, wir haben schlechtes Image in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und eigentlich stehen die Lösungen schon im Gesetz drin. Wir brauchen eine Reduzierung der Bodenbearbeitungsintensität, wir brauchen eine vernünftige Fruchtfolgegestaltung und wenn man es noch dazu nehmen will, brauchen wir naturbetonte Strukturelemente. Und dann sollten wir eigentlich die Probleme in den Griff kriegen. Jetzt kann man aber natürlich auch fragen, ja Mensch, haben denn unsere Vorfahren alles falsch gemacht?
Nee, haben sie nicht. Wir gucken uns die Ziele von Bodenbearbeitung an. Das ist einmal Boden lockern, um eine Struktur herzustellen, um eine Verdichtung aufzuheben. Wir machen eine Bodenbearbeitung zur Unkrautregulierung. Das kommt ja gerade wieder in Mode mit Hacke und Striegel und Co. Und wir haben lange Jahre eine Bodenbearbeitung benötigt, um das Saatbett zu bereiten. Also ganz früher hat man das Saatgut von Hand da gestreut und dass man das nachher noch ein bisschen einecken konnte, musste der Boden logischerweise krümelig sein. Und da kommen wir aber auch schon zu den Nachteilen. Der Boden wird durch eine Bodenbearbeitung überlockert. Und da hilft auch der beste Packer hinten dran nichts, der zur Rückverfestigung da ist. So arg, wie das sein müsste, kann der gar nicht rückverfestigen. Ein gesunder Boden hat eine gewisse Kompaktheit, hat eine Struktur, nennt man das dann, und diese Struktur kann man nicht mechanisch schaffen. Da könnten wir jetzt auch noch eine Weile drüber reden, wie Bodenstruktur entsteht, aber dann überziehe ich maßlos. Genauso gegenüberstellen kann man der Unkrautregulierung den Keimreiz für die Samenunkräuter. Denn Samenunkräuter, die fallen in aller Regel erstmal in die Dormanz und wenn die 3 cm unter dem Boden liegen, kriegen die kein Licht, dann keimen die nicht. Jetzt fahre ich da mit meiner Hacke durch oder mit meinem Striegel oder was weiß ich, um dieses Unkraut, was jetzt schon wächst, zu beseitigen, dann ist das erstmal weg. Aber gleichzeitig gebe ich allem, was in meinem Bearbeitungshorizont drin ist, einen Lichtreiz und es keimt wieder los. Also es ist eigentlich wie eine Aussaat. Nur ich schaffe mir halt diese paar Wochen Zeit, wo ich keinen Bewuchs habe. Diesen Effekt macht man sich ja sogar manchmal zunutze mit dem Scheinsaatbett oder mit dem Blindstriegeln, aber es ist eben nur eine Lösung auf Zeit. Für den Grund der Saatbettbereitung habe ich keine Gegenüberstellung, weil das war eben damals Stand der Dinge und ist bei mancher Sätechnik auch heute noch Stand der Dinge, dass da einfach vorher eine Saatbettbereitung erfolgen muss. Aber wir haben noch ein paar mehr Nachteile als Vorteile, nämlich die Verschlemmungsgefahr und die Erosionsgefahr. Die hängen aber tatsächlich mit dem ersten Punkt, mit der Überlockerung und dem Strukturschaden zusammen. Wir haben eine Störung vom Bodenleben, allen voran den Pilzen. Bakterien werden meistens begünstigt durch mehr Sauerstoff im Boden, durch höhere Temperaturen. Aber die Pilze können das überhaupt nicht ab. Also wenn es da über 20 Grad im Boden gibt, dann sterben die meisten schon ab. Sauerstoff können viele von denen auch nicht brauchen. Und das Pilz-Bakterien-Verhältnis, ein viel zu wenig beachteter Faktor im Ackerbau, das ist eigentlich sehr wichtig, weil je mehr Pilze wir haben, desto stabiler wird unser ganzes Bodenleben. Und das hat wiederum positive Auswirkungen auf die Nährstoffeffizienz, auf die Krankheiten, auf die Nützlinge, die im Gegensatz zu den Schädlingen stehen. Und Pilze gehen einfach kaputt mit Bodenbearbeitung. Und wir haben einen Wasserverlust. Wir verschenken mit jeder Bodenbearbeitung Wasser und vor allem in trockenen Sommern oder allgemein trockenen Regionen ist das natürlich echt ein Ansatzpunkt. Man kann also sehr wohl fragen, haben wir denn die Ziele der Bodenbearbeitung komplett verfehlt? Und dazu gibt es ein Gegenmodell und das heißt Conservation Agriculture und das hat 3 Prinzipien, die die FAO definiert hat. Das erste ist minimaler Bodeneingriff und minimal heißt wirklich nicht ganz flach noch mit der Scheibenegge drüber, sondern das heißt wirklich gar nichts. Das höchste der Gefühle ist eine Zinkensämaschine, die logischerweise auch etwas Boden bewegt durch diesen Zinken, aber zwischen den Strichen gar nichts. Und wie gesagt, das ist das höchste der Gefühle, besser ist noch weniger. Punkt 2, permanente Bodenbedeckung, entweder durch eine wachsende Pflanze oder durch Erntereste wie Stroh, abgestorbene Zwischenfrüchte etc. Und Punkt 3 ist Diversität. In der Fruchtfolge, also nicht nur Weizen, Weizen, Raps, sondern ein paar mehr Fruchtfolgeglieder, als auch in jedem Fruchtfolgeglied selbst. Also auch eine Zwischenfrucht sollte möglichst divers sein. Und auch eine Hauptkultur darf gerne divers sein. Da denkt man dann in Richtung Mischkulturen. Bei uns im Süden absoluter Bringer ist zum Beispiel Linse mit Hafer oder Gerste. Ist schon mal ein guter Anfang, aber sicherlich auch nichts für jedermann. Aber da gibt es andere Ansätze, wie man einfach eine normale Hauptkultur diversifizieren kann. Und je mehr Diversität ich oberirdisch schaffe, desto mehr Diversität habe ich nachher auch unterirdisch in meinem Bodenleben.
Und das Wichtigste steht eigentlich hier, es ist ein Systemansatz. Also man kann keinen von den drei Punkten weglassen, da gibt es keinen, der wichtigere ist von anderen, sondern das System läuft nur rund, wenn die alle umgesetzt sind. Jetzt wird es kurz Zeit für eine Begriffsdefinition. Conservation Agriculture, englischer Begriff, vieles stammt aus dem Englischen und vieles ist auch nur im Englischen klar und deutlich definiert in diesem Bereich. Man könnte es auf Deutsch auch konservierende Landwirtschaft übersetzen. Dann kommt man aber ganz schnell in das Problem, dass man es auch mit konservierender Bodenbearbeitung verwechseln könnte. Und darunter, haben wir ja vorher gesehen, versteht das Statistische Bundesamt, dass man den Pflug auch nur noch gelegentlich verwendet. Ich verstehe darunter, dass man den Pflug gar nicht mehr verwendet und eine Mulchsaat betreibt. Also schon da fangen fängt das Wischiwaschi der Begriffe an. Viele sagen auch Direktsaat zu dem, was wir hier treiben. Ich sage jeden Tag Direktsaat dazu, aber auch dieser Begriff ist im Deutschen nicht eindeutig definiert. Vor allem in wissenschaftlichen Studien findet man Direktsaat sehr oft als Definition nur des Aussaatverfahrens. Also da kann man vorher 30 cm tief pflügen und danach mit einer Direktsaatmaschine drüber fahren und dann war es Direktsaat. Wir verstehen darunter minimalen Bodeneingriff. Und ganz unten noch zwei Begriffe, auch wieder Deutsch und Englisch. Regenerative Agriculture, im Englischen astrein definiert. Im Deutschen regenerative Landwirtschaft, in den letzten Jahren ja, in den Augen mancher auch definiert, aber eher in Richtung Tieflockern, Flachfräsen, Fermenteeinspritzung etc. Und der Alexander hat es vorher schon kurz vorgestellt, das, was man im Englischsprachigen unter Regenerative Agriculture versteht, hat weder mit Tieflockern, noch mit Flachfräsen, noch mit Fermente was zu tun, sondern das sind im Prinzip die drei Prinzipien der Conservation Agriculture auch. Minimiere Bodeneingriff, maximiere die Vielfalt, Boden immer bedecken. Und es kommt noch dazu, als ja, Verfeinerung von Boden bedecken, den Boden mit einer lebenden Wurzel versorgen. Das heißt, die Bodenbedeckung sollte möglichst immer aus einer wachsenden Pflanze bestehen und die Integration der Tiere. Und dann kommen ganz viele ums Eck, die sagen, ja, bei uns funktioniert die Direktsaat aber nicht, weil unser Boden ohne Lockerung verdichtet. Vor allem auf Sandböden, geliebtes Argument. Und da sage ich, nee, guckt euch mal diese schöne Zeichnung an hier. Das ist eine Weizenwurzel in verschiedenen Stadien. Ich habe jetzt das Datum nicht mehr auswendig, hier unten steht es irgendwo. Und hier haben wir die Tiefe. Und das sind irgendwo, ich kann es auch nicht mehr lesen, 1,20 Meter oder so. Also ein halbwegs gesunder Weizen, der nicht auf Fels stößt, nicht auf eine staunasse Zone oder eine verdichtete Zone stößt, der kann lockerflockig mal 2 Meter tief wurzeln. Logischerweise mit feinsten Haarwurzeln. Und wenn man die Weizenpflanze ausreißt, dann reißt man 98% ab und hat nur diesen kleinen Büschel da in der Hand. Aber das, was für die Pflanze essentiell wichtig ist, an Wurzelwerk, das geht viel tiefer. Und wenn wir diese Wurzeln einfach mal arbeiten lassen, dann lockern die uns den Boden. Genauso wie die Freunde hier, die vermehren sich nämlich exorbitant schnell, wenn man den Boden einfach in Ruhe lässt. Und dann schaffen die genau diese Röhren und man sieht in dem Bild ganz toll, die Pflanzenwurzeln wachsen in den Regenwurmröhren runter. Aber das setzt natürlich voraus, dass die Regenwurmröhren noch da sind. Und wenn wir die alle wegbearbeiten, dann sind die Röhren ab 30 cm auch irgendwo da und dann nutzen die auch, aber die dürften die auch ab 0 cm nutzen. Also das Argument lasse ich nicht gelten. Dann kommen noch Argumente wie, wir müssen die Gülle einarbeiten. Ja, das will das Gesetz von uns, aber auch der Gesetzgeber hat erkannt, wenn ich da einen Kulturbestand stehen habe, dann kann ich da schlecht was einarbeiten. Das heißt, Gülle in den Bestand, bodennahe, in Ordnung, aber braucht keine Einarbeitung. Und das macht auch Sinn, wenn wir alle ehrlich sind. Gülle, das sind Nährstoffe, die gehören an eine wachsende Pflanze und nicht irgendwo, bös gesagt, entsorgt. Alles immer leichter gesagt als getan. Ich weiß, wie es ist, wenn die Güllegrube mal überläuft und so. Aber man kann schon in Richtung dieses Optimums arbeiten. Und wir müssen natürlich Erntereste einarbeiten aus phytosanitären Gründen. Weil sonst funktioniert ja so ein Weizen nach Körnermais nicht mehr, da kriegt er komplett Fusarium. Richtig, kenne ich auch.
kennen aber viele, die auf Direktzeit umgestellt haben, nimmer. Und die Erklärung dafür ist relativ einfach. Ich habe vorher schon darauf hingewiesen, Pilze und Bakterien im Boden, das werden am Ende viel mehr Nützlinge als Schädlinge. Und die besiedeln diese Erntereste, die an der Bodenoberfläche bleiben, so schnell und ernähren sich von diesem, in dem Fall schädlichen Fusarium-Pilz, dass der unschädlich ist. Und die Don-Gehalte nach ein paar Jahren Direktsaat bei sowas wie Weizen nach Körnermais sind tatsächlich unspektakulär. Ich weiß nicht, ob das der Alexander schon bestätigen kann. Können wir uns angucken, das ist ein Wort. So, dann gibt es natürlich noch mehr universelle Ausreden. Wir haben sehr schweren Boden. Der Nächste, der zu mir kommt, sagt, wir haben aber sehr leichten Boden. Dann kommen welche, die sind im Trockengebiet und die anderen haben viel zu viel Niederschlag. Und bei allen funktioniert Direktsaat nicht. Logisch, weil sie es nicht im System denken. Wenn ich es im System denke, funktioniert es. Jetzt habe ich noch drei Argumente, die will ich im Ansatz gelten lassen. Das erste Argument ist, wir wirtschaften zertifiziert ökologisch. Da ist die Umstellung sicher deutlich anspruchsvoller als im konventionellen, wo wir uns dem chemisch-synthetischen Pflanzenschutz bedienen können, aber auch nicht unmöglich. Und es gibt einige, sogar hier in Deutschland, weltweit noch viel mehr, die sich auf den Weg dahin machen, die Bio-Direktsaat umzusetzen. Das ist sicher kein Selbstläufer, da steckt ein Haufen Lehrgeld drin, aber es wird möglich sein und die nächsten Jahre werden da sehr für uns arbeiten. Dann, wenn man staunasse Böden hat, das ist auch schwierig, weil keine Wurzel mag Staunässe, ganz einfach, weil da kein Sauerstoff ist und die Pflanzenwurzel nimmt Sauerstoff auf. Und auch staunasse Böden sind nicht alle gleich. Gegen die einen kann man was tun, gegen die anderen kann man nichts tun. Das muss man im Einzelfall betrachten, aber das ist zumindest ein Faktor, den man sehr gut bedenken muss. Ja, und der letzte Punkt, beliebtes Argument. Ja, wir sind im Wasserschutzgebiet oder wir haben Angst vor den nächsten Jahren. Völlig berechtigt, was passiert, wenn Glyphosat schon weggefallen ist im Wasserschutzgebiet oder droht wegzufallen. Ja, da könnten wir jetzt lang und breit drüber philosophieren, ob es wegfällt oder nicht oder ob es eine Ausnahmegenehmigung gibt. Wir arbeiten dafür, dass es mit Maß und Sinn weitergeht. Aber ich weiß es auch nicht. Ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Ich kenne allerdings keinen einzigen Direktseher, der sagt, okay, ja, wenn die uns das verbieten, dann kaufe ich halt wieder einen Pflug und weiter so wie früher. Also alle sind da überzeugt und werden es auf jeden Fall so gut es geht weiter betreiben. Und wir werden sehen, was passiert. Vorteile des Systems. Achtung, das sind alles Daten aus wissenschaftlicher Literatur, meistens aus dem Englischsprachigen, teilweise etwas angepasst, nicht für bare Münze nehmen, also da gibt es keine Garantie dafür, bei manchen sind es ein paar Prozent weniger, bei manchen ein paar Prozent mehr. Aber wir sparen einen Haufen Arbeitszeit, wir sparen einen Haufen Maschinenkosten, wir sparen Sprit, wir vermindern die Erosion so weit wie es geht. Wir sparen Pflanzenschutz und Dünger, zumindest nach ein paar Jahren, wenn sich das System einpendelt. Das beobachten viele und da können nachher vielleicht auch ein paar von den erfahrenen Direktsehern was dazu sagen. Wir sparen Wasser, habe ich vorher schon mal kurz gesagt, und zwar laut Literatur 15 bis 40 mm je Quadratmeter pro eingesparte Bodenbearbeitung. Also da bei 4 bis 5 Bodenbearbeitungsgängen in verschiedenen Intensitäten das Jahr über kommen da schon ein paar Millimeter zusammen, die uns im Sommer im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch retten können. Plus 400% Regenwürmer und Pilze, das beobachtet man sehr schnell, also Regenwürmer vermehren sich exorbitant schnell. Bakterien plus 150%, 20% mehr Humus, braucht sicher seine Zeit, aber die Entwicklung setzt ein und wir haben sogar einen Mehrertrag. Darüber kann man sich jetzt streiten. Sicherlich nicht 14 Tonnen Weizen von heute auf morgen,
Aber es wird passieren, dass der gesamte Acker ruhiger wird und die gesamten Erträge stabiler werden. Das heißt, in Extremjahren kommt man mit weniger oder keiner Schädigung mehr durch. Und dadurch habe ich über die Fruchtfolge gesehen oder über 5 bis 10 Jahre gesehen, einen höheren Ernteertrag. Und ich habe natürlich unterm Strich in Euro auch einen höheren Ertrag, wenn ich Kosten spare. Und nebenbei können wir auch diese Probleme lösen oder zumindest vernünftig angehen. Denn Nährstoffe werden immer so schnell ausgewaschen, wenn sie in einem gesunden Boden festgehalten werden von den Ton-Humus-Komplexen. Wir schaffen einen Lebensraum für Vögel, für Insekten, für alles mögliche Getier in dem immergrünen Acker. Wir senken unsere CO2-Emissionen. Wir verbessern unsere Energiebilanz, logischerweise, wenn wir weniger in Energie investieren. Wir kommen ein bisschen runter von unseren Dünger- und Pflanzenschutzinputs. Wir senken unsere Kosten. Gut, gegen die Erlöse kann ich jetzt im ersten Schritt auch mal noch nichts machen. Da sind wir immer noch an den Markt gebunden. Wir kommen ein bisschen weg von der Abhängigkeit, zumindest vom vorgelagerten Bereich, der uns Pflanzenschutz und Dünger verkaufen will. Wir brauchen ein paar weniger Arbeitskräfte, hoffentlich, zumindest wenn wir sie nicht haben. Und wenn wir es richtig kommunizieren, und dazu ist Soilify hier, können wir sogar unser Image verbessern. Und auch der NABU ist hier, das freut mich ganz besonders. Dann kommen wir auch mal mit denen raus aus Grabenkämpfen und Konfrontation und negativem Reden, sondern erkennen, dass man zusammen weiterkommt. Ganz kurzer Exkurs zur Technik, wirklich ganz kurz. Nur als Vorbereitung für das, was wir nachher sehen. Es sind ja verschiedene Maschinen da und es gibt verschiedene Scharformen. Es gibt Zinkenschare, habe ich vorher schon erwähnt. Es gibt Scheibenschare. Zinkenschare, ich glaube, gar keine da. Nee, Zinkenschare haben wir keins da. Aber kann man sich vorstellen, böse gesagt, wie ein Grubber mit Säeinrichtung dran, ist natürlich eine ausgefeiltere Technik mit Tiefenführung etc., aber ist ein schmaler Grubberzinken sozusagen. Scheibenschar kann sich jeder vorstellen, ist etwas robuster ausgeführt wie an einer normalen Drillkombi, weil eben mehr Schardruck produziert wird. Und wir haben das Kreuzschlitzsystem oder auch das Novak-Schar. Und ich bin ja von Novak da, also muss ich da auch kurz ein paar Worte dazu verlieren, was denn der Sinn da dahinter ist. Und zwar haben wir beim Zinkenschar immer das Problem, wir bearbeiten noch relativ viel Boden, wir bewegen den, wir haben dann einen Keimreiz, wir haben Austrocknung und wir haben ein Problem in stehenden Beständen, da können wir nicht durchfahren, weil, also nicht so einfach, weil es zieht gerne zusammen, es verstopft. Das Problem löst das Scheibenschar. Das kann eigentlich überall durchfahren, egal wie hoch die Zwischenfruchtmatte oder die Strohmatte ist. Aber es kann eben passieren, oder es passiert recht oft, dass die Erntereste in den Schlitz gedrückt werden und das Saatgut dann auf dem Stroh liegt. Und das ist meistens gar kein Problem, aber es kann eben passieren, ganz besonders gern in einem trockenen Sommer, dass dieses Saatgut und der daraus erwachsene Keimling keine Feuchtigkeit mehr kriegt. Die Kapillarität hier unten ist unterbrochen und wenn es von oben nicht regnet, dann keimt er zwar an, aber dann verhungert er. Und das war der Anlass, das Novak-Schar zu entwickeln. Das schneidet mit einer Scheibe grad runter und legt dann aber das Saatgut links und rechts davon ab, weil da so ein horizontaler Schlitz nochmal dazu gemacht wird. Kann gleichzeitig Dünger und Saatgut oder Saatgut und Saatgut applizieren. Und dadurch, dass der vertikale Schnitt tiefer geht als die Saatgutablage und seitlich nochmal versetzt ist, laufe ich eigentlich nicht Gefahr oder nicht so sehr, dass das Saatgut auf den Ernteresten platziert wird. Das ist jetzt vielleicht was anderes bei einem Top-Ertrag Körnermais, da drückt es auch was mit rein und das Saatgut kommt in Kontakt. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass man unter manchen Bedingungen eben mit diesem Schar bessere Feldaufgänge erzielen kann als mit anderer Technik. Und die Erfolge sind überzeugend weltweit, zumindest Novak ist weltweit aktiv. Ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht bei mir aus der Region, Schwäbische Alb hier. Das sieht eigentlich aus wie nur Stein und in Realität ist es nur Stein. Da gibt es gar keinen Boden mehr. Und da hat der Weizen nach Raps eingesät. Sieht vogelwild aus, der ganze Raps steht hier überall noch, also die Stängel.
Und mit seiner normalen Kreiseleckenkombi hat er da fast nichts eingesät kriegt, weil nur Stein, also da klimpert's und sonst passiert nichts. Und plötzlich kann der in Direktzeit hier Bestände etablieren. Wir sehen auf einem Rapsacker die Durchwurzelung von der Rapswurzel, die überall ist. Und wir sehen hier nach einer nassen Körnermaisernte, da war ich selber am Säen und auch selber am Abfahren neben Maishäcksel. Ich dachte, da können wir in 10 Jahren nichts mehr einsäen, da wächst nichts mehr. Und ein paar Tage später haben wir reingesät. Ich hatte Angst, dass da gar nichts wächst. Und der Bestand war richtig geil. Also der kam echt gut. Und wenn wir Bodenaufbau betreiben wollen und wenn wir Bodenfruchtbarkeit schützen wollen, dann brauchen wir ganz wenig Maschinen. Dafür aber spezialisierte. Also wenn es hochkommt, eine Direktsaatmaschine, wobei man erste Versuche auch mit ganz einfacher Technik machen kann. Und dann vielleicht einen Strohstiegel und vielleicht eine Walze, je nach Standort, je nach Kultur. Und das Wichtigste, kann man nie oft genug sagen, es ist ein Systemansatz. Die Fruchtfolge spielt eine Rolle, die Düngung spielt eine Rolle, das Management, das gewinnt alles an Bedeutung. Ob die Sämaschine dann am Ende grün ist oder rot ist oder ob das vielleicht sogar ein Grünland-Nachsaatgerät ist, mit dem ich meine ersten Schritte gehe, das tut dem ersten Erkennen des Landwirts keinen Abbruch. Viel wichtiger ist, dass ich mich eben um diese Punkte kümmere und das erstmal in Ordnung kriege. Weitere Infos findet ihr bei Novak, bei Soilify, bei der GKB, bei Rolf Derbsch, der hat da so einen schönen 10-Punkte-Plan mit den Schritten. Was man dann bedenken muss oder umsetzen soll bei der Umstellung auf Direktsaat. Es gibt wahnsinnig viele coole Inputs auf YouTube mit Videos von Alexander Klümper, von Florian Röttger, von ganz vielen anderen. Und da kann man echt was lernen und was mitnehmen und das öffnet einem manchmal einfach die Augen. Und es gibt auch ganz viele tolle Bücher, aber das sind viel zu viel, als dass ich es hier hinschreiben könnte. Wenn da jemand konkrete Fragen hat, welches Buch muss ich für das und das Thema lesen, dann sprecht mich oder uns an, uns fällt da sicherlich ein guter Tipp ein. Und damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit und eventuell den Überzug entschuldigen und für die Aufmerksamkeit bedanken.